So, Freunde, und herzlich willkommen hier zum kleinen neuen Video, Vlog, Redevideo, Fakten. Nee, Fakten sind es eigentlich nicht. Ihr wisst ja noch, vor relativ kurzer Zeit habe ich ja noch ein Video gemacht zum Thema Fakes oder Identitätsdiebstahl, ob es in-game ist bei Minecraft, ob es über irgendwelche sozialen Plattformen ist, ganz egal, Facebook, Twitter. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Und jetzt habe ich eigentlich quasi noch so eine Ergänzung. Ich habe mir eigentlich gedacht, ich hätte es eigentlich viel früher machen müssen, aber ich habe es nicht getan. Und jetzt sind wir hier bei diesem Standpunkt und jetzt werde ich euch das Ganze nochmal vorkauen. Und zwar geht es mir heute eigentlich um eine ganz bestimmte Sache. Und das hat eigentlich nur mit einer sozialen Plattform momentan zu tun. Ich denke mal, ihr werdet es alle wissen und das sind Twitter-Verlosungen. Es gibt immer diese bestimmten Personen, die jeden Tag, jede Stunde fast posten, es gibt einen Minecraft-Account zu gewinnen, es gibt fünfmal GTA 5 zu gewinnen. Ich glaube, ich brauche den Namen nicht erwähnen. Und zwar möchte ich auch hier jetzt meinen Senf dazu nochmal abgeben, weil mich das irgendwie quasi, ja, nicht nervt, aber ich find's mies gegenüber den Leuten, die es tatsächlich glauben und die auch tatsächlich da an diesem Gewinnspiel teilnehmen. Denn wie sich die meisten schon denken können, gibt es dafür natürlich auch noch ein paar Voraussetzungen. Denn nein, ihr könnt nicht einfach mitmachen und gewinnen. Nein, ihr müsst den Tweet favorisieren, ihr müsst den Tweet retweeten und ihr müsst der Person natürlich noch folgen, weil ansonsten hätte die Person davon ja nichts. Sie verschenkt ja nicht einfach Sachen, das wäre ja viel zu einfach. Nein, sie will natürlich davon was haben, damit ihr auch das Spiel bekommt. In Anführungsstrichen bekommt, denn in Wirklichkeit bekommt ihr dieses Spiel oder irgendwelche Accounts, die euch da vorgelogen werden und bla bla bla. Es gibt ja so viele Sachen, die einem da erzählt werden. Ihr bekommt den ganzen Kram nicht. Warum hat sich mein Hund jetzt durch die Tür gequetscht? Ich verstehe es nicht. Es geht der Person quasi nur darum, viel Aufmerksamkeit zu bekommen und ihr bekommt dafür nichts zurück. Wenn ich mir mal so sehe, was für Ausreden benutzt werden, von wegen, ich habe ja Sponsoren und ich habe 46 Minecraft-Accounts heute bekommen. Warum zum Geier bekommt irgendeine Person, die eigentlich jetzt keine Millionen Reichweite hat, warum bekommt eine Person einfach mal eben 46 Minecraft-Accounts durch Sponsoren? Haben die Sponsoren so viel Geld, dass sie meinen, jetzt schenken wir dem einfach mal 46 Minecraft-Accounts, die er dann wiederum verlosen kann? Hä? Und mich macht das quasi noch trauriger, wenn ich erstmal sehe, wie viele Leute da tatsächlich drauf reinfallen, wie viele Leute sich da verarschen lassen und das tagtäglich, Stunde für Stunde. Wie bei dem einen Video habe ich es ja schon angesprochen zum Thema Fake. Ihr müsst aufpassen, was ihr mit eurem Geld macht, ihr müsst aufpassen, wem ihr vertraut. Und ihr dürft auf keinen Fall irgendwie Passwörter weitergeben, die irgendwie auf Geld zurückzuführen sind. Sei es zum Beispiel auch ein PayPal-Passwort, falls es irgendwie von euch mal verlangt wird. Denn mittlerweile habe ich schon zu Genüge gelesen, dass keine Minecraft-Accounts vergeben werden und dass die angeblichen Gewinner auch nichts bekommen haben. Und die neue Mode scheint mittlerweile auch zu sein, dass Leute anderen Leuten folgen. Und wenn die Leute, die jetzt nun von den größeren Leuten gefolgt werden, nicht zurückfolgen, dann wird der Follow wieder direkt deaktiviert und gelöscht und das alles nur dazu, dass ihr den Leuten folgt und dass sie den Leuten Aufmerksamkeit schenkt. Und dann finde ich die Ausreden einfach immer noch am schlimmsten. Ich finde es am schlimmsten, aber am schlimmsten finde ich noch viel eher die Leute, die darauf reinfallen, die Leute noch wiederum unterstützen. Und ich meine, tut mir leid, aber warum sollte einfach nur eine Person, die jetzt keine mega krasse Reichweite hat, einfach von irgendwelchen Sponsoren am Tag 46 oder 50 Minecraft-Accounts bekommen? Was für ein Schwachsinn eigentlich. Darüber könnte ich mich wirklich aufregen. Und ich meine, das letzte Video ging ja ums Thema Faken. Ich meine, das ist immer noch so ein bisschen gefährlicher, weil halt das nicht so schnell erkannt werden kann. Deswegen soll man aufmerksam sein. Deswegen soll man die Person selber lieber anschreiben, falls man sich nicht sicher ist. Aber das ist hier so ein Ding, so ein Leuten was vorzugaukeln, den Leuten, die Leute quasi auszunutzen für die eigene Reichweite oder um die eigene Reichweite zu steigern, finde ich, ist irgendwo, weiß ich nicht, warum macht man das? Warum, was? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Und ich finde, sowas gehört auch nicht in diese Szene. Sowas gehört nicht auf eine soziale Plattform. Soziale Plattform. Falls es übrigens gerade jemand interessiert, ich bin gerade in dem Tonenspiel AA mittlerweile auf Level 26. Aber diese verschiedene Geschwindigkeit ist voll schwierig. Auf jeden Fall, was ich damit sagen will, lasst euch nicht veralbern. Schenkt den Leuten keine Aufmerksamkeit. Das Problem ist, sobald man drauf eingeht und sobald man schon die Person nur anschreibt oder das groß als YouTube-Video veröffentlicht, so wie ich es gerade mache. Nein, aber im Großen und Ganzen schenkt diesen Leuten keine Aufmerksamkeit, indem ihr das tatsächlich mitmacht. Denn das ist das, was die Person erreichen will. Die Person will Aufmerksamkeit bekommen. Und es haben einfach schon genügend Leute bestätigt, dass das Ganze
fake ist. Und ich habe immer das Gefühl, das wird einfach nur gemacht. Es wird nicht gemacht, um den Leuten das Gute zu tun, um den Leuten eine Freude zu machen, sondern um einfach die eigene Reichweite zu steigern. Wenn es danach geht, hätte ich schon 500 Millionen Gewinnspiele machen können, um an meiner eigenen Reichweite zu profitieren oder später schnell daraus profitieren zu können. Aber was habe ich davon? Das ist ja nicht das, was ich will. Ich mache Videos, weil ich einfach Bock drauf habe. Ich würde auch eine Verlosung machen, weil ich Bock drauf habe. Aber nicht einfach, um irgendwas zu erzielen, was einfach nur totale Verarsche ist gegenüber den Leuten, die der Person wiederum vertrauen, auch wenn es wieder ein anderes Thema ist. Da kommen wir schon wieder zum Thema Vorbilder, da kommen wir schon wieder zum Thema YouTuber müssen ja nicht unbedingt oder Leute, die YouTube-Videos machen, müssen nicht unbedingt oder die präsentieren natürlich nicht die 100%ige Persönlichkeit, weil das ist einfach relativ unmöglich. Oder man sagt es einfach so, die Person oder von der Person sieht man nicht das komplette Leben. Und deswegen, da wären wir auch schon wieder beim Thema Fanboys quasi oder YouTuber lieben oder eine Familie oder was momentan auch alles schon wieder so 30.000 Mal durchgekaut wurde. Aber bitte lasst euch nicht von diesen Leuten veralbern, die euch da irgendwas für doof verkaufen wollen, obwohl es einfach unrealistisch ist. Warum sollten einfach irgendwelche Leute immer 46 Accounts vergeben und das täglich, am besten jede Stunde? Oder die Person ein Goldesel im Garten stehen, ich weiß es nicht. Ich wurde quasi letztens darauf aufmerksam, einfach nur, als ich einen Tweet gelesen habe, nicht in dem Zusammenhang jetzt, aber da fiel mir das Ganze wieder ein. Ach, zum Thema dies und das wollte ich auch nochmal ansprechen, deswegen habe ich mir einfach mal gedacht, das gönne ich mir jetzt einfach mal und spreche euch auch nochmal darauf an, dass ihr lasst euch da nicht veralbern, es ist einfach nur Blödsinn. Es ist einfach nur Blödsinn, man muss einfach mal so ehrlich sagen. Ihr könnt mich natürlich auch vom Gegenteil überzeugen, falls ihr schon mal gewonnen habt bei sowas, dann habt ihr vielleicht mal Glück gehabt, aber ich denke mal, im größten Teil ist es unrealistisch, weil, nein, das ist, kann man nicht erklären, es ist einfach so. Es ist wirklich so. Das ist auf jeden Fall der Punkt gewesen, den ich nochmal unbedingt loswerden wollte, bevor ich jetzt regulär wieder einfach irgendwie weitermache mit meinem Blödsinn hier. Und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann ganz normal morgen, übermorgen wieder. Und dann, was mache ich ja eigentlich? Und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und bis, ich sag mal bis morgen. Deswegen bis morgen. Tschüss.